Sie heißen tasmanische Teufel, dabei sehen sie doch eigentlich ganz possierlich aus. Die Beuteltiere kommen nur auf der zu Australien gehörenden Insel Tasmanien vor. Bis vor kurzem waren sie dort weit verbreitet. Doch seit den 90er Jahren hat eine Krankheit den Bestand dramatisch dezimiert. Weniger als 20.000 tasmanische Teufel gibt es noch. Der ansteckende Gesichtskrebs lässt aggressive Tumore wuchern, an denen die Tiere schließlich verenden. Wissenschaftler sind indes überrascht, wie schnell die überlebende Population Immunreaktionen entwickelt. Einige infizierte Tiere haben die Krankheit besiegen können, andere sich gar nicht erst angesteckt. In dieser Auffangstation wird versucht, den tasmanischen Teufel vor dem Aussterben zu bewahren. Was wir hier haben, ist eine Art Rückversicherungspopulation. Wir wollen damit ein genetisches Sicherheitsnetz für die Tiere schaffen, in freier Wildbahn und in Gefangenschaft. Sie leben in Quarantäne, isoliert vom Gesichtskrebs der tasmanischen Teufel. Auch in der Auffangstation sind die Tierschützer über das Anpassungsvermögen der Tiere erstaunt. Die tasmanischen Teufel werden schneller geschlechtsreif und paaren sich häufiger. Noch steht die Art auf der roten Liste, doch sollte die Evolution die Tiere weiter im Schnelldurchlauf immunisieren, könnten die tasmanischen Teufel am Ende den Krebs besiegen.